Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hausflippers. So, ich zeige euch mal, was ich seit der letzten Folge gemacht habe. Ich habe hier den Zaun etabliert. Ich habe jetzt hier mal eine Hecke hingebaut, was ich relativ cool finde. So eine ganz natürliche Hecke schaut doch schon noch etwas aus. Dann habe ich hier nichts gemacht, aber ich habe hier schon mal den Ansatz gemacht, wie wir das machen wollen. Also auch mal die Hecke schon dahin platziert, wo sie hin soll. Und am meisten habe ich eigentlich hier hinten gemacht. Ihr seht, ich habe das jetzt komplett ausgefüllt mit dem Holzboden. Und hatte da die Idee, also ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal da vorne den Zaun fertig machen. Und zwar würde ich als erstes gerne den Gartenzaun, das Tor einbauen. Hier gibt es hier dieses schöne Tor, das machen wir jetzt in so einem schönen holzfarbenen Ton. Oder wir machen es hier so in einem Grau. Nee, wir machen es in einer schönen Walnuss. Jetzt kaufen. Oder schaut es besser so? Nee. So. Da kann man dann durchgehen. Bedeutet, wir brauchen jetzt noch wieder den Zaun. Ich glaube, das war der hier. Jetzt ist die Frage, wie habe ich den hier platziert? Und wie kriege ich das Teil hier zu? Da gab es doch die kürzeren Stücke. Auch hier die hier. Wenn ich dich zum eins nach drüben versetze, also... Ja, das passt schon. Jetzt kann man hier durchgehen. Und ich würde einfach hier so einen ganz gemütlichen Kiesweg, oder... Was können wir denn da für einen Weg setzen? Garten. Decken. Sand. Grasrollen, Sportdecke. Steinwege. Trittsteinquader. Ah, okay, damit könnte ich sozusagen auf den Boden noch drauf sozusagen arbeiten. Decken. Borke-Quadrat, bunter Kiesquadrat, Sand. Dann machen wir sowas hier. Ach du heiliger Himmel, hat das viel Farbe. Mag nur mal gucken, wie breit hat es. Nee, das ist ein Meter, ne? Das da wäre ein Meter. Also müsste ich dafür hier sozusagen Meterweg setzen. Wäre aber wahrscheinlich auch gar nicht doof, oder? Wie ist mit sowas hier? Gibt es nicht auch ohne Rand? Also die 1 Meter mal 1 Meter Teile ohne Rand wird es doch bestimmt auch geben, oder? Nee, gibt es nicht. Natürlich. Ja. Warum gibt es sowas nie ohne Rand? Das wäre super. Kopfsteinpflaster. Beige. Nee. Machen wir schwarz, weil das passt dann dazu. Kaufen viele. So. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den gescheit ansetzen. So. Ich finde es kacke, dass das nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Aber es schaut ja auch einigermaßen aus. Da müssen wir jetzt halt das passende Stück dann noch reinsetzen. Aber wir setzen jetzt erstmal den Weg fertig. So. Gott, mein Handy hat einen Klingelsound. Teilweise ist doch voll okay und teilweise dreht er voll ab. Richtig schlimm. Da werde ich jetzt wahrscheinlich ein 50 cm Stück brauchen, oder? Hoffentlich gibt es von den Teilen 50 cm Stück. Ach, bitte, bitte, bitte. So, jetzt. Da, zack, mit Schwarz kaufen viele. Ist ja sogar, hä?
Das sitzt jetzt nicht so gut. Sag mal's mal so, ne? Jetzt brauchen wir noch was Dünneres. 25 cm Platten. Ob es die mit Rand gibt, das ist jetzt. Ah ja, hier, perfekt. Rot, schwarz, kaufen viele. Ja, es geht sogar perfekt. Nice. Schaut jetzt sogar richtig edel aus. Und das passt halt auch perfekt, ne? Das macht es dementsprechend auch eigentlich perfekt, wenn man sich so anschaut. Mit so einem Weg von da nach da drüben ergibt es natürlich auch einen schönen Realismus. Könnte man in dem Fall sagen, ne? Aber ich glaube, für den Gartenpreis reicht das noch lange nicht. Die Frage ist, machen wir da vorne mal... Ich habe überlegt, ob wir hier komplett ein Sandbett draus machen und halt so Kinderspielsachen noch hinbauen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um Architektur. Genau. Nee, das sind wieder Pflanzen, glaube ich, nur, ne? Das wollte jetzt auch nicht Erholung. Genau, das können wir dann nachher alles auf diesen Sandplatz. Warum Projektor? Eine Gartenschaukel. Die wäre auf jeden Fall cool. Die können wir uns auch in die Wiese dann stellen. Kinderhaus könnte man auch noch reinstellen. Das würde ich alles halt mit auf die Grasunterlage dann stellen. Möbel. So. Und da gibt es doch sicherlich wieder so ein überhängendes Dachgedöns-Ding, oder? Möbel, Decken, sonstiges. Und fällt es unter sonstiges? Nee. Architektur. Da fällt es. Da fällt doch unter Architektur. Zelt Luisa. Ist eher die Frage, passt das hier so drauf, wie ich es mir vorstelle? Ja, passt, ist geil. Dann haben wir jetzt hier das Zelt Luisa. Das machen wir jetzt nicht ganz gechillt. Da kommt jetzt dann. Wo ist es denn? Möbel. Es soll jetzt so ein bisschen rustik. Oder nehmen wir da so einen Tisch? Ich habe überlegt, ob man das so ein bisschen rustikaler macht. Also hier mit so einem Tisch, einfacher Tisch. Und das wirklich so ganz easy macht mit Gartenmöbel, dann tun wir Stühle hin. Ne, Bänke brauche ich da gleich, ne? Einfache Bank, auf wie viele. Wieder ableinen. Zack. Und dann kommt hier noch ein Grill hin. Grill, so. Und da nehmen wir einen Grillwinkel. Jetzt kaufen. Und der kommt ganz gechillt hier hin. So. Also, dass er nicht so ganz unterm Dach steht, aber so halb. Weißt du, dann kannst du ihn rein und rausrollen, so wie es gerade Bock hast. Und dann machen wir jetzt mal die Grasfläche fertig. Dafür müssen wir ja. Wo ist denn das jetzt hier? Zubehör, wenn. Nee, ach, scheiße, ich muss ja nach draußen. Decken. Es geht jetzt schon wieder auf Sandquadrat. Kaufen viel. Nein, wir müssen es groß machen, bitte. Hier muss ich ja noch auf die Fläche nicht so viel achten. So, einmal hier rum. Ganz easy, das ist jetzt hier wie Pattern spielen. Zack. Ich habe jetzt auch mittlerweile noch mehr RAM in dem Rechner drin. Also ich habe jetzt vorhin zwischen der letzten Aufnahme von City Skylines und der ersten Aufnahme von hier von House Flippers, also der jetzt hier, habe ich nochmal 16 GB RAM in den Rechner eingebaut.
Bedeutet, der Rechner ist jetzt bei erstaunlichen, ja, guten, ja, 32 GB RAM eventuell. Also richtig ordentlich. Ich glaube, so viel RAM hatte ich noch nie in einem Rechner drin stecken von mir. Was natürlich dementsprechend die Leistung, auf jeden Fall ist ein bisschen verbessert alles. Dass die Leistung verbessert, kann ich jetzt nicht so sagen, ohne dass mir irgendjemand auf den Kopf steigt. Aber es ist auf jeden Fall, ich merke den Unterschied. Das ist wahnsinnig. Dadurch, dass es natürlich auch jetzt durch die zwei verschiedenen auf Layouts, also dadurch, dass natürlich, wie soll ich jetzt sagen, dass in den zwei RAM-Controllern jeweils ein 16 GB Stick drin ist, ist natürlich der RAM auch ein bisschen schneller. Das passt jetzt so. Füllen wir mal aus. Genau, und jetzt dann haben wir hier so eine riesige Sandfläche. Da können die Kinder toben und tun sich nicht gleich weh. Ich hätte auch gerne so voll viel Sand. Da weiß ich nicht, wo du Sandburgen bauen kannst. Ich bin so ein bisschen kindisch noch wahrscheinlich im Schädel, aber wenn so richtig die Hälfte eiskalt nur Sand. Erstens schaut es irgendwie geil aus. Du hast so eine Kombi. Rasenmäher brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht in der Wüste. Aber vor allem, Sand ist, keine Ahnung, so universal. Damit kann man so viel Scheiße machen. Man kann Beachvolleyball drauf spielen. Man kann, weiß der Kuckuck, was alles machen. Und warum gehe ich jedes Mal wieder nach dahin? Architektur, Konstruktionen, glaube ich, ja, oder? Nee. Und was fehlt denn das? Erholung, glaube ich, oder? Ja. Ein Karussell? Als ob, nee, so viel Platz habe ich jetzt auch nicht. Spielplatz. So, aber wir nehmen das Teil hier. Ich hätte gern die in Rot. Dunkleres Holz. Und was ist das jetzt? Ach, das Dach. Das machen wir blau. So. Stellen wir jetzt hier so ganz gemütlich in die Ecke. Weil da hat es ja dementsprechend auch den Platz. Zack. Alles dran. Holzschraubchen rein. Zack, und fertig ist es. Da hat sich das schon mal in die Ecke gestellt. So, was haben wir denn noch für Spielplatz? Sandkasten im Sand brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich würde noch so ein Karussell aufstellen. Jetzt kaufen. Das tun wir aber wiederum nach da vorne. Ein bisschen auf, dann, wenn man schon den Platz hat. Und dann noch eins von diesen komischen Schaukeltieren. Wir nehmen das Motorteil. Jetzt kaufen. Und chillen da noch so eins hin. Da hat man hier noch eine riesige Spielfläche. Da kann man, keine Ahnung, Sandburgen bauen und so. Und dann kriegen sie noch das Kinderhäuschen. Das machen wir aber anders, farbig jetzt bitte. Ja, so ein Braun nehmen wir jetzt. Machen wir das Rot und das Dach grün. So. Jetzt kaufen. Oh Gott, das muss man auch zusammensetzen. Und das kommt hier so an den Boden dran. Ah ja, das muss man auch montieren. Heiliger Zwirbel. Fenster rein. Ach. Du Himmel. Kommen auch wieder Schräubchen dran. So. Hat sich das auch gefertigt? Hupsala. Ab in den Pool rein. Genau. Die Gartenlaube, die könnte man noch bauen. Warte mal, was ist denn? Pizzaofen? Weißt du was? Ne, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte Pizzaofen. Jetzt kaufen. Und den kann man hier eiskalt. Also wenn man jetzt schon hier so einen geilen Sandteil hat, dann setzt man den jetzt hier hin. Mega geil. So. Muss dann halt bis darüber laufen, aber vielleicht auch nicht das Schlauste unbedingt, den hier hinzusetzen. Ne? Aber er ist grundsätzlich auf dem Sand. Ja, den kann man ja nochmal umschieben. So, Garten, Architektur.
Wollen wir uns ein Fitnessgerät noch in den Garten hier? Ich kann so einen Crosstrainer. Ich habe doch auf Crosstrainer gedrückt, oder bin ich jetzt doof? Crosstrainer, so. Den kaufen wir jetzt und den setzen wir jetzt noch ganz easy peasy hier hin. Da kann man dann den Leuten zuschauen, wenn sie baden und oder du gehst da schnell rüber. Was ich auch noch wollte, war eine Gartenlaube. Die ist gleich unter Sonstiges, ne? Werkzeugkasten halt. Kriegt auch ein dunkleres Holz, oder? Ja, kriegt ihr so eins jetzt kaufen. Wo ist denn bei dem Teil vorne? Ich denke mal, dass die Seite vorne ist, oder? Schwer zu sagen, aber das schaut nach vorne aus, ja. Montieren, Bodenplatte reinschieben. Steckverschluss, ab geht die wilde Party. Ich wollte erstmal das da anbringen, hallo? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade hätte angebracht, ne? So. Und reingehen die Schräubchen, Dach drauf. Dach drauf. Die Türen zusammensetzen. Türen reingestellt und rein mit den Türen. Gartenlaube fertig. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben richtig viel geschafft, die Folge. Und in der nächsten Folge würde ich mal einfach bei dem Gartenwettbewerb mitnehmen, teilnehmen, oder? Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!